Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Sim Airport. Wir haben hier schon unser großes Umbauprojekt weitergeführt beim letzten Mal, sodass wir hier zumindest schon mal die untere Etage soweit fertig haben. Mit der oberen müssen wir uns noch ein bisschen Zeit lassen, denn wir haben beim letzten Mal Sprit gekauft. Das war dann ein bisschen sehr teuer, aber dafür haben wir jetzt erstmal ein paar Millionen Liter vorrätig. Und dann würde ich sagen, sollten wir uns vielleicht mal Gedanken machen, ob wir nicht hier schon mal das nächste Gate bauen wollen. Und ich glaube, das machen wir jetzt auch einfach. Ach. Wieder die falsche Taste. Entschuldigt bitte. So, dann können wir da auch schon mal die Planung so weit wegmachen. Wisst ihr, was ich gerade überlege? Ich meine, bei dem Gate hier, da haben wir ja sowieso ganz gerne mal Verspätung. Weil wir hier leider ein bisschen doof kalkuliert haben, weil hier nur eine Straße für quasi vier Gates ist. Deswegen könnte man überlegen, wir machen das Gate weg und verteilen die Flüge auf die anderen Gates. Weil hier sind ja sowieso nur die ganz kleinen Maschinen, die passen ja überall zwischen. Müssen wir uns einmal den Flugplan für angucken. Ja, hier sehe ich zum Beispiel noch Potenzial, da kann noch einer hin. Wenn wir ein weiteres Gate haben, können wir da sowieso noch ein bisschen mehr mitspielen. Finde ich, glaube ich, gar nicht verkehrt. Ich glaube, das können wir getrost ein bisschen verkleinern hier. Dann kommst du noch da hoch. Du kommst da hin. Dann kriegen wir dich noch hier oben rein, wenn wir das denn ein bisschen kürzen. Okay, das geht so nicht, schade. Aber da kriegen wir dich rein. Und 300, 3 Stunden, naja, das sollten wir da schon lassen. Gut, haben wir jetzt erstmal so geregelt. Dann will ich gucken, dass wir das Gate über kurz oder lang vielleicht einstampfen. Und entsprechend dann das alles hier rüber regeln. Ach ja, wir haben ja noch unser Klo-Projekt, nenne ich es mal. Das machen wir ein bisschen langsam. Machen wir jetzt erstmal hier die Damentoilette. Und dann die Herrentoilette. So, nein, die war falsch, entschuldigt. So, aber dann dürften sich auch, denke ich, alle freuen, dass wir mal wieder ein paar mehr Möglichkeiten haben, oder dass die mal ein paar mehr Möglichkeiten haben, ihre Notdurft zu verrichten. So. Und sobald hier das Gate fertig ist, sind wir auch nochmal direkt happy. Oh, da kommt die Scooby Gang. Um das Gate aufzubauen. So, da steht's schon. Sehr schön. I like. Das heißt, müssen wir auch mal schauen, dass hier die Toiletten bald fertig werden, weil sonst gibt's hier ein Unglück. So, dann würde ich sagen, verfrachte ich jetzt erstmal alles von Gate S, was irgendwie nicht dahin passt, auf dieses Gate. Können wir das nämlich schon direkt einstampfen.
Moment, du passt da auf jeden Fall noch hin. Und wenn wir dich ein bisschen nach vorne ziehen, kriegen wir dich auch noch da oben unter. So, und dann können wir uns noch ein paar XL-Maschinen dazu gönnen. Oh, eine 747 für abends ist auf jeden Fall geil. Na, hier oben haben sie leider, zur frühen Zeit haben sie leider nicht die ganz dicken Maschinen, schade. Dann ballern wir dich erstmal da rein. Also da hätten wir sogar noch Platz für eine große Maschine abends. Ne, nicht den A350. Was halten wir hier im Angebot? Ja, noch eine 747, die gönnen wir uns mal. Oh. Ich muss gerade überlegen, wie wir die da reinkriegen. So. Sind wir doch alle noch reingequetscht. Dann gucken wir mal, wann denn noch ein paar andere Maschinen dazukommen. Upsa, Moment, ich sollte hier vielleicht erstmal ein paar Gate-Schalter machen. Und eine Tür wäre auch nicht schlecht. Ja, mitgedacht hat was gebracht. So, drei Personal. Und natürlich eine große Schiebetür. Und dann gibt es hier natürlich auch noch eine Treibstofferweiterung. Die muss natürlich unten hin. Und die Treibstoffleitung, die wollen ja auch noch bespaßt werden. Und wir nach oben. Na, ich merke schon, die Ausweichdinger sind gar nicht mal so verkehrt. Ist auf jeden Fall da zu dem Gepäckteil schon mal zugeordnet. Und sobald hier die Schalter stehen, ach, guck an, da freuen sie sich aber über die Toiletten. So, liebe Bauarbeiter, das wäre sehr super, wenn ihr... Ja, da kommt er ja schon. So. Dann noch die Glastür. Wunderbar, und jetzt kann es auch am nächsten Tag genutzt werden. Sehr schön. I like. Mein Gott, ist der Sprit teuer. Heidewitzka. Und schon haben wir keine Reserven mehr. Echt? Nichts mehr drin? Hm. Aktuelle Reserven 0. Aktuelle Reserven 1,7 Millionen. Ja, was denn jetzt? Man weiß es nicht. Na gut, egal. So, wir wollten ja noch die Tickethalle ein bisschen erweitern. Dazu müssen wir mal schauen, wie es hier unten aussieht. Ich befürchte nämlich, wir müssen das Lager ein bisschen verlegen. Was ich jetzt einfach mal machen würde, indem ich hier das Fundament ein bisschen erweitere. Oder wobei, wir könnten doch eigentlich... vielleicht machen wir auch hier noch ein bisschen Gepäck hin. Wisst ihr was, wir machen das so. Wir machen jetzt hier mal noch ein Stück weit Fundament hin. Und dann machen wir hier ein Lager rein. Dann wird das halt verschoben und aufgelöst, das Lager. Ist ja kein Problem. Dann haben wir hier, dann haben wir nämlich hier oben den Platz und können da noch getrost ein bisschen hantieren. Setzen mal. Wir können auch einige Treibstoffleitungen wegmachen. Dann können wir da nämlich auch das Fundament nochmal erweitern. Mein Gott, was ruckelt das?
Aber nichtsdestotrotz, es ist ja gleich vorbei, die Baumaßnahmen. Gott sei Dank. So. Dann machen wir hier erstmal die Wände weg. So, Zone. Hier machen wir dann keine Zone draus. Und dann kommt hier das Lager hin. So, da marschieren sie alle runter, sehr gut. Jetzt wird schon umgepackt. Ah, sehr gut. Warum hatten wir das hier unten nochmal? Ach ja, stimmt, damit wir ein Fundament haben für hier oben. Ich entsinne mich. So, jetzt sollen wir mal gucken, dass wir hier vielleicht dann doch mal einen kleinen Wartebereich hinmachen. So, der Teppich, der ist doch auch recht schick. Haben wir hier oben auch noch gar nicht. So, dann Komfort. Ja gut, wir warten erstmal, bis der Teppich liegt, dann können wir uns, glaube ich, auch ein bisschen besser orientieren, wo wir lang bauen müssen. Was machst du? Du langweilst dich gerade ein bisschen, oder? Gucken wir uns doch einfach mal die Werte an, das hatten wir bisher auch noch nie. Hm, wächst dein Geldvorrat, oder was will uns da der Wert oben suggerieren? Ach nein, sein Bedürfnis nach Geld. Ah, okay. Je höher der Wert ist, desto höher hat er auch das Bedürfnis. Lifecycle-Abflug, was auch immer das ist. Jetzt wird er wahrscheinlich aufs Klo gehen, jawohl. So, der Teppich dürfte jetzt, glaube ich, stehen, jawohl. Naja, fast. So, dann erstmal einige Sitzgelegenheiten für die Passagiere, die in diese beiden wunderschönen Gates wollen. Ich denke mal, das dürfte eigentlich reichen, weil so viele setzen sich ja sowieso nicht hin. Also, sobald wir dann dieses Muster hier fertig haben, ich denke mal, ihr erahnt schon, wie das aussehen soll, wenn es fertig ist. Ach, jetzt habe ich hier eine vergessen, entschuldigt. So, natürlich brauchen wir jetzt noch ein bisschen Dekoration. Mülleimer bräuchten wir durchaus auch, damit die nicht alles vollmüllen. Die sind ja leider nicht so sauber. Was ich sehr schade finde, aber gut. Das ist halt so, ne? Tja, er wird wohl zu langsam, wa? Und da muss noch ein bisschen gestrüppeln, damit das hier auch alles nach was aussieht. Hier noch so ein Kaffeetischchen. Und natürlich brauchen wir noch Ladestationen. In dieser Position nicht verwendbar. Warum auch immer. Ah, okay, das muss in die Richtung. Okay, jetzt verstanden. So, machen wir direkt mehrere, weil heutzutage wollen ja sowieso alle nur ihre Handys laden.
der Spritpreis steigt leider wieder. Ich muss sagen, das Café hier scheint ja echt ziemlich gut zu laufen. Gefällt mir sehr gut. I like. Warum steht ihr denn da? Habt ihr Hummel im Hintern oder? So, jetzt hier natürlich der große Ansturm. Apropos großer Ansturm, hier sieht das auch nicht gerade leer aus. Bei der Ausweiskontrolle. Ich glaube, aktuell ist tatsächlich die Ausweiskontrolle so ein bisschen Nadelöhr. Zumindest so ein ganz kleines bisschen. So, wir sollten hier hinten allerdings auch noch mal ein paar Rolltreppen machen. So, Rolltreppe nach unten. Würde ich mal sagen, machen wir hier zwei hin. Und da zwei nach oben. Und dann könnte das hilfreich sein, dass wir vielleicht doch mal die ein oder anderen Passagiere schneller ans Ziel bekommen. Alter, der ist schon so spät und es fehlen noch fast 20 Passagiere, weil die alle noch unterwegs sind. Bleibt die Frage, wo sind die alle? Warte mal. Hier hinten sind die noch, okay. Schön. Ja, wir müssen, glaube ich, doch noch die Security ein bisschen mehr ausbauen. Machen wir mal hier so ein paar weitere Ausweiskontrollen hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. So, 8 weitere Security-Mitarbeiter. Dann wird das hoffentlich mal laufen, aber ich sehe, hier haben wir auch noch ein bisschen Stau. Dann brauchen wir auf jeden Fall auch noch... Ja, ihr Lieben, da wissen wir auf jeden Fall schon mal, wo wir jetzt noch weiter ansetzen müssen, dürfen. Ich glaube, hier werde ich doch mal den Weg in die andere Richtung machen, weil hier doch sehr viel Gegenverkehr kommt. Gerade wenn so Flieger landen, dann kommt natürlich da einiges. Ausweiskontrolle, ja was? Hier ist doch eine Ausweiskontrolle. Ja, irgendwie hängt das jetzt hier gerade alles. Komisch, okay, gut. Wir müssen hier, glaube ich, mal eine Warteschlange machen, sonst wird das nicht funktionieren. So, fangen wir mal an. Dich auch nehmen wir dazu. Dich hier unten. Hallo? Dich hier. Wer auch immer gesagt hat, dass da kein Economy kommen soll. Ups, dich haben wir zu hoch zugeordnet. Du musst dahin, nicht da. Du hier unten. Du da.
Und dich ordnen wir hier zu. So, ihr Lieben, wir müssen dann gucken, dass wir beim nächsten Mal hier noch ein bisschen Gas geben, was die Security angeht, denn hier hängt mal wieder alles. Ihr Lieben, bis hierhin bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Also bis dann, ihr Lieben, tschüss, Sikowski!